Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. So, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Und was haben wir diesmal? Roller Rolf on Tour. Wie ihr seht, haben wir extra schon abgesperrt, damit meine Fans hier nicht so dicht rankommen und ich für euch ein super Video machen kann. Und zwar von der Zünder RS. Ja, ist schon ein bisschen älteres Semester, aber wir werden das Ding heute zum Laufen kriegen und das zeige ich euch mal jetzt. Ja, was haben wir denn? Ne, ich habe hier einen Auftragszettel. Ja, da steht unter anderem drauf, ja, Zündung, Vergaser, ne, Kickstarter und da müssen wir jetzt mal gucken. Aber vorher trinke ich erstmal aus meiner schönen Roller-Rolf-Tasse, ne, ein Käffchen. Ah, lecker, ja. Brauche eine Zigarette und dann, ne, werde ich mir einen Schlachtplan zurechtlegen. Wir werden erstmal den Vergaser rausnehmen und den sauber machen, weil es doch ein bisschen längere Standzeit und da könnte es sein, dass der Vergaser ein bisschen verschmutzt ist. Ja, ich mache hier nochmal so einen Rundumblick, weil sowas sieht man ja nicht jeden Tag. Ne? Das ist noch, seht ihr, deutsche Wertarbeit, Zündapp. Ja, die haben wirklich tolle Sachen gebaut. Ne? Ja, heute sieht das alles ein bisschen anders aus. Na, da kommt das ja alles aus China, aber hier haben wir noch deutsche Wertarbeit, wo man wirklich sagen kann, dieser Zustand ist fast ladenneu. Na, das ist schon was Feines. Da kommt doch echt Freude auf. Wir werden jetzt erstmal beigehen oder ich die Seitenverkleidung abnehmen. Das ist hier ganz schön gemacht. Dann gucken wir mal, wie wir an Vergaser rankommen. Ist ja schon wieder ein bisschen her, wo ich an dem schönen Modell dran war. Und dann werden wir den richtig schön sauber machen, ja. Als nächsten Schritt nehme ich jetzt einen Schraubenzieher, löse hier diese Schlitzschrauben. Das ist alles noch sehr simpel gemacht, die beiden. Ist auf beiden Seiten natürlich. Und dann kann man das Seitenteil abnehmen. Das zeige ich euch jetzt mal. So, hier drin ist noch so ein Hebel, den muss man zur Seite drücken. Und dann kann man das Ganze hier abnehmen. So, hier ist auch noch eingehakt irgendwo. Nach vorne. Seht ihr, das ist dieser Hebel hier. Na, jetzt legen wir das ganz vorsichtig weg. Das gleiche Spiel dann hier auch. Seht ihr, hier ist jede Schraube neu. Na, da gibt es sogar ein Buch drüber, wo das alles drin ist. Na, das ist also faszinierend. Da hat jemand wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt. Na, das kann ich nur bewundern. Ganz toll. So, dann nehmen wir dieses Ding hier. Müssen das ziehen und so leicht zur Seite drücken. Und dann können wir auch das zweite Seitenteil abnehmen. Das Ganze sieht dann so aus. Hier haben wir den Vergaser, hier haben wir den Luftfilter. Das werden wir alles lösen, werden den ausbauen. Hier sehen wir nochmal von der Kupplung den Zug. Ne? Klar, Zylinder und so, kennt er ja alles. Na. Ja, das ist auch noch mal ganz sehenswert. Hier der Kickstarter mit der Kette. Das ist halt alles noch ein bisschen anders. Na, den Luftfilter mit zwei Schrauben abgemacht. Na, also, das sind noch Sachen, wo man normalerweise, wenn man Sachverstand hat, auch noch selber was dran machen kann. Jetzt gehe ich hierbei. Hier haben wir auch wieder eine Schlitzschraube. Ich weiß gar nicht, damals gab es da überhaupt schon Kreuzschlitz. Die lösen wir jetzt mal. Natürlich alle Schrauben, die wir gelöst haben, vernünftig weglegen, das ist klar. Dann müssten wir jetzt von dem Vergaser abnehmen können. So, hier ist er.
Das hier wollte ich euch auch noch mal zeigen. Das ist der manuelle Schok. Wenn ihr den jetzt hier zieht, seht, da geht das zu. In der Mitte ist ein kleines Loch, damit ein bisschen Luft muss ja kommen. Na, wenn er loslässt, ist es wieder auf. So, das ist dann hier der Schieber. Wenn ich das aufgemacht habe, achtet drauf, diese kleine Dichtung, die ist bei alten Modellen aus Kork, dass die nicht kaputt geht, ne, weil die zu kriegen ist immer extrem schwierig. So Leute, nachdem er ausgebaut worden ist, ne, hier stehen sogar Daten drauf, 1-17-87, ne, habe ich festgestellt, was mich begeistert. Ne, wir haben das heute alles mit Schrauben, die vergeigt sind. Hier hat man das so gemacht. Hier haben wir ein Gewinde, das kann man aufschrauben. So. Und dann sehen wir hier, dass das nicht ganz so schön aussieht. Ja, der Schwimmer, der war ein bisschen schwergängig, deswegen nehme ich jetzt hier mal das Teil zum Düsen reinigen. Da ist vorne so eine Feile dran und gehe da so bei, damit das ein bisschen sauber wird. Der muss nämlich ganz leicht sich bewegen, sonst riegelt er nicht ab. So, jetzt habe ich im Vergaser Bestandteile zerlegt. Jetzt kommt der Liebling aller Rollerschrauber, Bremsereiniger ins Spiel. Wir latten das mal alles ab hier. Das ist übrigens ein Bing-Vergaser, ne? Der kann schon mal 150-200 Euro kosten. Wichtig ist, dass die Kanäle alle frei werden. Ne? Also ne, nicht sparen, war auch im Angebot. Der Bremsenreiniger. So. So, ich mache erstmal ein kleines Päuschen. Grüße meine Freunde von der Rollerscheune. Hänge euch da nochmal einen Link unter, falls ihr gebrauchte Teile braucht. Ne, in Nürnberg, Rollerscheune. Ja. Ne, Daumen hoch kann ich euch nur empfehlen. Da gibt es Qualität, ne, für verhältnismäßig gute Preise und nicht diese Billig-China-Scheiße. Ne, ja, ich mache mir jetzt eine Fluppe an mit dem Feuerzeug von meinen Freunden von der Rollerscheune. Ne, trink meinen Kaffee noch und dann geht's hier weiter. So, nachdem ich das jetzt geweitet habe, ne, seht ihr, bewegt sich der Schwimmer auch locker. Ne? Der muss rauf und runter gehen. Achtet darauf, dass das Schwimmernadelventil auch ordentlich drin ist. Und so sollte das sein. Jetzt können wir das Ding wieder zusammenbauen. Ja, das zeige ich euch auch nochmal. Hier der Tankdeckel, seht ihr, schön gemacht. Und entscheidend ist, wenn wir den jetzt aufmachen, dann haben wir hier leider keinen Sprit drin. Dann müssen wir den selber mischen, aber ich habe alles dabei, wie sich das gehört. Jetzt ziehe ich hier den manuellen Schok und dann gucken wir unten mal, ob das alles richtig zusammengebaut ist. Zurück geht er, das ist schon mal gut. So, jetzt kontrollieren wir hier unten. Seht ihr, zack, der schließt und der geht auch wieder zurück. Also habe ich das richtig zusammengebaut. Alles andere hoffe ich, dass das auch richtig ist, so wie es aussieht. Dann können wir den Vergaser wieder draufsetzen. Der Vergaser sitzt richtig wieder. Alles fest hier. Jetzt nehme ich den Schlauch. Die sollte man auch mal wechseln. Die sind schon ein bisschen ausgehärtet, den Benzinschlauch. Stecke den da drauf. Außerdem ist hier auch keine Schelle dran. Das gefällt mir natürlich auch nicht ganz so gut. Aber wichtig ist erstmal, dass wir das Ding zum Laufen kriegen. So, jetzt nehme ich mal den Super-Tankdeckel ab. Habe hier schon was vorgemischt.
ne? Weil der ja keine Pumpe hat und kippe das jetzt mal hier rein. Ne? Es ist immer besser, ein bisschen mehr Öl als wie zu wenig. Bei zu wenig kriegt dann Motorschaden, bei zu viel qualmt dann ein bisschen. So, also haben wir das Zeug mal rein hier. Das ist jetzt 1 Liter und da haben wir das Verhältnis 1:50 gemacht. Abwischen hier. Deckel wieder drauf. Ne? Der Vergaser ist natürlich jetzt leer, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen pumpen. Hier könnt ihr noch mal sehen, wann der das letzte Mal zum TÜV war, 1975. Ja, 74 ist mein Sohn geboren. Ne, ist schon ein paar Tage her. So, ich zeige euch das nochmal. Ne, hier ist die Einstellung der Kupplung. Ne, hier ist die Einstellung vom Getriebe, wo man dann die Gänge schalten kann. Das ist aber alles völlig verstellt. Das muss alles ordentlich eingestellt werden. Deswegen kriegt man den auch nur mit Anschieben an. Hier am Kickstarter, das wollte ich euch auch noch mal zeigen, ist das Problem, dass die Kette 1 oder 2 Glieder zu lang ist. Dadurch ist der Weg einfach zu kurz. Wenn ihr das jetzt seht hier, die müsste so stehen und dann seht ihr, dass die hier durchhängt. Und da würde ich mindestens 1 Glied rausnehmen, damit der Weg länger ist. Ansonsten kann man den ganz schwer ankicken. Jetzt werde ich hier nochmal beigehen, werde die Kontermuttern lösen und werde hier die Kupplung auch nochmal nachstellen, weil die ist auf Spannung und ich weiß nicht, ob sie ganz hinten ist und man muss die Gänge ja reinkloppen, das kann nicht sein. So, jetzt wollte ich den Luftfilter nochmal nachgucken, aber hier ist erstmal keine Öffnung und so wie es aussieht, ist da drin auch gar kein Filter. Na gut, ich kann jetzt nicht reingucken, ich bin ja noch kein Hellseher. Wenn wir das jetzt sehen, sehen wir zum Beispiel, wenn ich die Kupplung ziehe, dritte geht super rein, vierte geht super rein, so, zweite geht auch noch super rein und jetzt kommt der erste Gang. Und hier tut er sich noch schwer, das heißt, Kupplung und so ist noch nicht so richtig eingestellt, das passt so noch nicht. So, wenn euch das jetzt hier mal anguckt, dann sieht man im Grunde genommen, hier ist schon ein bisschen Abrieb vom Zahnrad. Das ist nicht so gut hier auch. Na, das ist, weil die Kette zu lang ist und ich das Gefühl habe, dass hier dieses Ritzel einen leichten Schlag weg hat. So einen Bogen nach außen. Na, und dann fest die Kette hier nicht. Ich zeige euch das mal. Wenn man das jetzt hier bewegt, sieht man, dass die Kette hier neben dem Zahnrad liegt. Und das ist natürlich nicht in Ordnung. Ja, außerdem kann man das jetzt sehen. Hier. Seht ihr, dass das hier, da ist Bewegung drin. Das darf nicht sein. Das muss normalerweise hier ganz eng anliegen. Das ist einfach nicht in Ordnung. So. Ich habe das hier jetzt noch mal ganz nah rangeholt und dann seht ihr hier. So, ich habe das jetzt mal abgebaut, ne, damit wir mal gucken, was da los ist, weil das wird sich immer weiter abnutzen, da es hier keinen E-Starter gibt. Ne, sollten wir beigehen und sollten das irgendwie richten oder so. So geht es nämlich nicht. So, ich habe die Kickstarter jetzt abgebaut und gehe jetzt mal bei und feile diesen Anschlag weg. Wir wollten das mit der Flex machen, aber die Flex ist leider verliehen. Also, ne, bisschen Handarbeit mit der Feile, hier sägen, beziehungsweise feilen. Ja, in Handarbeit bin ich auch gut. Und dann hoffe ich, Kette dann ein bisschen auf Spannung kriegen, damit sich die Zähne nicht wieder abnutzen.
sehen, ein bisschen ist hier schon weg. Ne? Ich gucke jetzt mal, ob das reicht. Kickstarter angeht, da ist irgendwas noch nicht richtig. Vergaser oder sowas, ne? Das ist scheiße. Das war jetzt der manuelle Schock. So, liebe Leute, das war's für heute. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt. Nochmal den Link anklicken von der Rollerscheune. Ja, ne, wenn ihr gebrauchte Teile braucht, bis dann. Ne, ich hau jetzt ab.